Also, liebes Marschall und Joviale, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben heute ein wichtiges Thema: vermuteter Brandanschlag auf Sinti und Zirkusleute im Alb-Donau-Kreis in der Nähe von Ulm in Weidenstetten. Weidenstetten, eine kleine Gemeinde, 1400 Seelen groß, die ab Februar 2019 der Ort war, in dem ein Zirkus quasi sein Winterquartier aufgeschlagen hat und dort einen Pachtvertrag mit einem Bauer abgeschlossen hat, um dort die Wintersaison sozusagen zu überstehen. Und dann kam Corona. Wir schauen uns die Situation mal konkret an. Wir sehen hier also die Fahrzeuge, die dort stehen. Es sind insgesamt etwa 25 Personen, davon etwa 10 Kinder und 12 Fahrzeuge. Insgesamt sind 5 Wohnanhänger Totalschaden, 3 sind komplett abgebrannt und 2 sind massivst beschädigt. Verletzte gab es keine, in Hinsicht natürlich auf die Traumatisierung des Ereignisses. Die Personen vor Ort beschreiben die Situation, dass es schon Bedrohungslagen und diskriminierende Situationen gegeben hat im Vorfeld in 2020, indem sie beschreiben, dass hier in diesem Weg ein Fahrzeug eingefahren ist, wiederholt gehupt hat und dann mit quietschenden Reifen wieder zurückgefahren ist. Man hat also dann auch Wachen aufgestellt, dass man diesen Weg etwas beobachtet. Und 2 Monate bevor es den vermuteten Brandanschlag gegeben hat, hat es wiederholt in einer Nacht zwischen 22 und 23 Uhr mehrmals ein Fahrzeug gegeben, das über den Postweg eingefahren ist, hier gehupt hat, Vollbremsung gemacht hat, lautstark auf sich aufmerksam gemacht hat und dann mit quietschenden Reifen wieder die Straße in Richtung Autobahn verlassen hat. Das ist über die Nacht hinweg mehrmals passiert, sodass also auch hier es Wachen gegeben hat von der Gruppe, die darauf geachtet hat. Insgesamt, die davon betroffen waren, waren diese ungeschützten Fahrzeuge, diese 3 Wohnwagen, die hier stehen, die standen langs und auf der gegenüberliegenden Seite nochmal 2 Fahrzeuge. Das werden wir jetzt gleich auf dem nächsten Bild sehen. Das sind also die brennenden Fahrzeuge, in dem 3 junge Menschen geschlafen haben. Hier 3 junge Männer im Alter zwischen 17, 19 und 21 Jahren, die knapp quasi überlebt haben in dem Fall. Und hier sehen Sie auch schon eines der Fahrzeuge, die gegenüber gelegen hat. Hier an der Frontseite, das sieht man dann auch an dem nächsten Bild, hier an der Frontseite sehen wir jetzt bei diesem Fahrzeug, die ist komplett weggeschmort und das ist natürlich die Gasflaschenhalterung. Das heißt, hier hat jemand geistesgegenwärtig die Gasflaschen schnell abmontiert und in Sicherheit gebracht, weil sonst natürlich das Fahrzeug explodiert wäre, während das andere Fahrzeug hier am Heck auch ebenfalls die Scheiben komplett verschmort sind, sodass also 5 Fahrzeuge davon betroffen waren. Und man sieht also auch hier, selbst bei den Löcharbeiten dann durch die Brandentwicklung und auch durch den Qualm, waren die Kinder, also unter anderem gerade gegenüber ein wenige Wochen altes Baby, das dann auch aus den anderen Wohnwagen evakuiert worden ist, weil es einfach durch den Qualm sonst Rauchgase gegeben hätte, die gesundheitlich geschädigt hätten. Hier hat ebenfalls jemand dann geistesgegenwärtig diesen Schlepper genommen und die Fahrzeuge außerhalb von dem Lager geschoben, damit eben das nicht noch auf die anderen Fahrzeuge überschwappt. Die Löcharbeiten sind zwischen 5 und 6 Uhr am Morgen dann abgeschlossen gewesen. Alle Fahrzeuge waren abgemeldet und sind leider eben dadurch auch nicht versichert und damit ist auch keine Versicherung ersatzpflichtig. Hier sehen wir nochmal die ausgebrannten Fahrzeuge. Hier sieht man 2 Fahrzeuge übereinander, die Chassis liegen mit 2 Deichseln. Hier waren 2 Personen, die darauf geschlafen haben und im Heck ist dieser Brand sozusagen begonnen, nach Aussagen von den Zeugen vor Ort.
Das heißt, in dem Bereich, wo die Sitzgarnitur war, also da war keine Feuerstelle, da war kein Ofen, keine Kochstelle, sondern an dem hinteren Bereich hat es angefangen, ist auch dann komplett zerstört worden. Wir waren gestern vor Ort, es gab kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Nach Aussagen der Zeugen gab es auch zwei Besuche mit eben einem speziellen Hund, der Brandbeschleuniger gefunden hat, exakt in der Region, in dem der Brand auch aufgetreten ist. Kommen wir nun zu meinen Gästen. Zunächst Hanna Dischereit, sie ist Wissenschaftlerin am Landesverband Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg und dort für Antiziganismus zuständig. Und Andreas Hoffmann-Richter, der in unserer Regionalstelle in Ulm tätig ist. Liebe Hanna, kannst du uns auf den aktuellen Stand bringen, was den Brandanschlag, den vermeintlichen Brandanschlag in Weidenstetten im Donau-Alb-Kreis angeht? Ja, am 19. März gegen 5.40 Uhr sind dort mehrere Wohnwagen in Brand geraten. Der Brand hat auch bei anderen Wohnwagen Hitzeschäden verursacht und ein Bewohner ist wach geworden und hat dann die anderen zwei, die in den zwei brennenden Wohnwagen geschlafen sind, noch geweckt und die sind dann aus dem brennenden Fahrzeug gesprungen. Es sind also insgesamt drei Fahrzeuge komplett abgebrannt und mehrere weitere Wohnwagen wurden beschädigt. In den Wohnwagen befanden sich die ganzen Besitztümer und auch Arbeitsequipment, was natürlich für einen Zirkus besonders wichtig ist. Und die Betroffenen selbst sind unversehrt geblieben, zumindest körperlich. Natürlich haben sie jetzt auch Angst und vermuten selber, dass es ein Brandanschlag war. Die Ermittlungen laufen diesbezüglich noch. Die Polizei gibt daher noch keinerlei Auskunft, aber ein Brandermittlungsspürhund wurde eingesetzt. Und die Familien haben auch erzählt, dass beispielsweise der Bürgermeister und der Vermieter erwähnt hat, dass Wohnwagen brennen, wenn sie nicht weiterziehen würden. Der Bürgermeister hat aber dies abgestritten. Und es bleibt abzuwarten, wie hier die Ermittlungen verlaufen. Für uns als Landesverband ist es sehr wichtig, dass wir jetzt schon vor Ort sind, dass wir die Familie unterstützen und auch, dass natürlich sichtbar wird, dass wir auch sowas wie Antiziganismus als Tatmotivation hier auch erwähnen, weil jetzt gerade laufen die Ermittlungen noch und daher ist es sehr wichtig, auch jetzt diese Präsenz dort zu haben. Wie ist denn insgesamt in dieser Alb-Donau-Kreis-Region um Ulm herum? Gibt es da häufiger antiziganistische Vorfälle? Wir haben in letztem Jahr einen Prozess gehabt vor dem Landgericht Ulm. Dort haben fünf junge Erwachsene eine brennende Fackel geworfen und sind verurteilt worden wegen Vertreibung in 45 Fällen. Das ist gar nicht weit entfernt, 30 Kilometer von dort. Und für den Ort und auch für den Betroffenen selbst ist das durchaus Thema gewesen. Dieser Fall ist bekannt. Und auch in Erbach-Dellmannsee konnte man sehen, dass es eine bestimmte Stimmung auch im Ort gab. Und wir uns ja immer wieder auch die Frage stellen, inwiefern hat das eben etwas damit zu tun, dass sich Leute losziehen und plötzlich es zu Gewalt kommt und gibt es vorher eine Gewalteskalation. Und der Fall ähnelt dann doch sehr in den Weidenstätten. Auch hier wurde erwähnt, dass Unbekannte auf den Platz gefahren sind und laut gehupt haben und abgebremst haben und abgefahren sind. Also so eine gewisse Bedrohungslage haben die Betroffenen ausgemacht. Und hier bleibt auf jeden Fall noch natürlich in Weidenstätten abzuwarten, was rauskommt bei den Ermittlungen. Wie sind denn die weiteren Ansätze, wie der Landesverband da vorgehen sollte oder soll? Der Landesverband ist natürlich zunächst in Kontakt mit den Betroffenen und hat hier auch einen Rechtsbeistand empfohlen. Herr Dr. Mehmet Daimar-Güler, der auch im NSU-Verfahren und auch im Erbach-Dellmannsingen-Prozess bereits Anwalt war, wird diesen Fall übernehmen. Und wir befinden uns natürlich auch im Gespräch mit dem Bürgermeister und werden auch noch weitere Gespräche dort vor Ort führen, weil für uns eben ganz wichtig ist, die Situation zu verstehen, die auch im Ort geherrscht hat. Und dann werden wir natürlich alle Positionen einholen.
Wie ist denn insgesamt das Klima so in der Bevölkerung um diesen Ort herum? Gab es da irgendetwas oder ist das eher positiv, wie das über die Medien auch berichtet worden ist? Es gab in der Vergangenheit negative als auch positive Berichterstattungen. Also die Familie befindet sich seit 15 Monaten auf dem Platz und kann auch einfach nicht weg. Also das ist natürlich auch Teil des Problems jetzt nach dem Anschlag, dass die Familie nicht einfach woanders hingehen kann, weil die anderen Plätze eben nur, die gefunden wurden, nur für einen kurzfristigen Zeitraum zur Verfügung stehen und der Zirkus natürlich momentan auch nicht arbeiten kann. Und es gab Presseartikel, wo erwähnt wurde, dass es gab Beschwerden über Müll, über Lautstärke etc. Und auf der anderen Seite sehen wir aber eine wahnsinnige Solidarisierung in der Gesellschaft. Die Betroffenen selbst erzählen sehr, sehr positiv über die Menschen dort, dass positive Erfahrungen in der Schule. Nach dem Anschlag sind sofort Menschen gekommen, haben gespendet, also von Kleidern bis Wohnwagen war wirklich alles dabei. Einzelpersonen aus Heidelberg hat einen ganzen Wohnwagen gespendet. Und auch es gab auch eine Spendenaktion 100.000 von der Südwestpresse, wo 10.000 Euro in der Vergangenheit gespendet wurden, weil in dem Winter durch den schweren Schneefall das Tierzelt eingebrochen war. Also hier war insgesamt schon eine sehr positive Rückmeldung auch von der Gesellschaft vor Ort. Insbesondere deshalb ist es auch so problematisch, dass es jetzt möglicherweise so einen Brandanschlag antiziganistischer Art gegeben hat. Dankeschön, Hanna. Andreas, du warst für den Landesverband direkt vor Ort. Du bist ja in der Außenstelle in Ulm ehrenamtlich tätig. Was für ein Bild, was für ein Eindruck hat sich dir vor Ort vermittelt? Ich musste den Ort erst mal suchen. Ich finde, sie wohnen da im Moment sehr geschützt, in der Nähe eines landwirtschaftlichen Betriebs, zwar am Ortsrand, aber nicht groß einsichtig. Also von daher wundert es mich, das muss ich rumgesprochen haben, falls es ein Anschlag ist, dass die Täter dann wussten, wo man da hin muss. Die Bewohner vom Zirkus waren gerade sehr überwältigt von den vielen Gaben, die gekommen waren aus der Bevölkerung, Kleiderspenden, Lebensmittel und sogar auch dieser Wohnwagen, der gebracht wurde und weitere Spenden, die angekündigt waren. Allerdings fehlte da noch allerlei. Der Leiter des Zirkuses hat jetzt einen neuen Wagen bestellt, den er auch abzahlen wollte und es fehlen natürlich noch viele Dinge, die alle verbrannt sind jetzt von der Familie. Und er hat mir den Platz gezeigt, die Wagen, die verbrannten. Also da sieht man nur noch die Deichseln und die Unterteile und einen Wohnwagen, der noch so von der Seite her angebrannt ist, am Rand auf dem Feld steht. Aber er hat gesagt, es ist eigentlich von der Bevölkerung her ein Ort, in dem er gerne bleibt, jetzt vorerst. Abgesehen von diesen Spannungen oder diesem Druck, dass er weggehen möge. Aber die Bevölkerung selber hat ja den Eindruck, viele Leute haben ein gutes Verhältnis zu ihnen, auch zu den Kindern. Und deswegen würde er lieber da jetzt erstmal abwarten, bis Corona vorbei ist. Nachvollziehbar. Wie haben Sie denn diesen möglichen Anschlag auf jeden Fall die Lebensgefahr von den Kindern, die davon betroffen waren, wie hat denn die Gruppe darauf reagiert? Sind die besonders ängstlich oder wie schützen die sich? Gibt es da irgendwelche Dinge, die du wahrnehmen konntest? Also die haben jetzt Strahler aufgestellt für die Nacht und haben gemerkt, sie müssen da aufpassen. Da gibt es scheint jemand, der was gegen sie hat. Also sie verstehen sonst nicht, wie das gekommen sein soll. Aber andererseits, wo sollen sie hin? Das ist dann die Frage. Und einfach ins Nichts geschickt zu werden, geht auch nicht. Zumal die Bevölkerung da ja eher auf ihrer Seite steht, wie Sie den Eindruck haben. Ich bedanke mich bei Hanna Dischereit und Andreas Hoffmann-Richter und natürlich bei Ihnen als Zuschauerinnen und Zuschauer
für Ihre Geduld. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie uns auf Romno Care News, auf unserem YouTube-Kanal und wenn Sie möchten, sehen wir uns nächste Woche wieder. Cenzastes, bleiben Sie gesund.